Diego White Itin Man, Sheesh, Mofagger. So, Freunde, wir haben hier noch den Bruder Jigsaw. Hatte sich zurückgemeldet. Wir reagieren mal drauf. Jigsaw Rapper, wie heißt der neue Song? Gucken. Real Talk vor 4 Tagen. Kopfhörer sind nicht an, wie immer. Muss mal kurz testen, Freunde. So. Okay, ich geh rein. Jetzt muss ich aufflexen. Jetzt höre ich was. Ich hab eigentlich... Okay, Jigsaw, ihr kennt ihn, das alte Signing von Kollega, der Boss. 133.000 Klicks, Real Talk 2, 11.000 Daumen hoch, musste ja das Land verlassen. Wegen dem Gerichtsurteil, wegen den Macheten-Story, wegen der Macheten-Story damals. Und ja, wir gucken mal, was der junge Herr gezaubert hat. Auf jeden Fall hat er viel trainiert, wahrscheinlich viel Zeit gehabt, um seinen Body zu formen. Wir gehen direkt mal rein in die Masse, Freunde. Okay, ich geh rein. Jetzt muss ich aufflexen. Ich hab eigentlich gar keinen Bock. Aber ich glaube, ihr habt alle vergessen, wozu ich in der Lage bin. Alle dachten, dass ich falle, ich bin wieder. Okay, der Bruder ist beim Friseur. Fresche Seiten hier, bekommt er gerade. Seiten auf 0 oder Seiten auf 0. Die Maschine habe ich auch hier, den Wally. Wall heißt er, glaube ich, oder? Wie heißen die nochmal? Auf jeden Fall, ach, Wahl. W-A-L auf jeden Fall. Wahl. Schneidemaschine. Deine Fans mein ich, wenn ich loyal. Alte Feinde gegen neue Feinde kam. Geprägt vom Verrat, Blut liegt auf meinem Pfad. Egal wie oft auf meinen Wegen Steine waren. Ich rollte über sie weg wie eine Eisenbahn. Scheiße war, Digga, ich muss weiterfahren. Die Scheine stapeln sich von alleine an. Egal wie du rappst, egal wie du fighten kannst, egal wie. Geht nach vorne, aggressiv. Flughafen-Location hier in der Türkei. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt er sich gerade befindet. Müsste Istanbul sein? Oder vielleicht hat er das auch irgendwo anders gedreht. Jigsaw kann auf jeden Fall rappen. Er ist auf jeden Fall gut, sonst wäre er ja nicht bei Kollega damals gelandet. Die Scheine machst du, wenn du Scheine zahlst. Schmaler Kugel auf alle, geht es um meinen Haken. Das Reifen fallen, ich hab keine Polizei gefahren. Wenn ich willkommen, ich hab Deutschland ohne Reisepass. Hör zu, keiner hört sich deine Scheiße an. Keiner juckt sich für deine Story, du kleiner Schwanz. Deine Karriere liegt alleine in meiner Hand. Ja, ich brech dein Genick, nimm die alles und zieh die Machete durch dein Gesicht. Okay, da kommt er wieder mit der Machete, der Bruder. Weiß nicht, ob ich das so feiere. Diese Gewaltverherrlichung, ja, muss eigentlich nicht sein. Ich bin Mörder und der Protagonist, diese Rapper, die zittern, wenn ich am Flughafen bin. Kickdown, Eschino Bruder, bitte gib mir eine Kickdrum. Deutsche Rapper gerettet werden, du Kriegsschwanz. Wir drücken Pakete, bullen uns gegen die Wand. Immer angeklagt, immer. Mit Fußfest aus der Untersuchungshaft. Beamte transportieren nicht mehr Verfahren. Ja, bis jetzt hört sich halt gut an, ne? Ist halt durchgerappt, straight. Bis jetzt noch kein Autotune. Der Bruder will einfach zeigen, dass er rappen kann. Inhaltlich, naja, ist okay, ne? Er sagt einfach hier, dass er zurück ist wahrscheinlich. Mein Bruder weiß Bescheid, ich schmuggelt Abi hatte Saal. Ich trinke kurz, 120 hatte Bahn. Halbe Stunde später von deiner Frau nach. Voll auf Pumpen, mein Gleis, nach der Platz. Baller sie durch deine Wohnung, bin ich fertig, ist die Saat. Ich check, baller Kugel auf alle Hurensöhne, auf alle Rapper, die denken, sie können flexen oder Welle machen. Einem Menschen seine Worte zu geben, um mich später einzuhalten in meiner Welt. Ist halt nicht so musikalisch, ne, Freunde? Ist halt mehr dieses Aggressive. Ja, das Komische daran ist, dass man das halt oft gehört hat und so weiter. Das kauft man ja keinen Rapper mehr ab, dass die kommen und einen zusammenschlagen oder dass die aggressiv sind und was weiß ich was. Das ist halt eine Kunstform, ja. Und ja, soll ich dazu sagen, meins ist es jetzt aktuell nicht. Meins ist es schon aggressiv, aber halt muss auch schon ein Konzept dahinter sein. Irgendwie muss schon irgendwie musikalisch sein.
Welt ist natürlich eine Männersache. Click bang! Gegen die Jack-Jacks, sie kommt mit, ich brauch keine Argumente. Latina Bitch, bitte tanz suavemente. Baby, bläst mein Schwanz ohne Hände. Ja, Bruder, ich red hart mit Menschen. Das hält mich auf eine Art lebendig. Meine Lyrik ist aussagekräftig. Meine Geschichte, nix für Netflix. Okay, meine Lebensgeschichte, nix für Netflix. Ja, schon ein paar coole Lines sind schon da. Aber so, ja. Holt mich jetzt nicht so ab. Also finde ich jetzt nicht so krass irgendwie. Für euch trägt doch für die Stadtlegende. Damals noch haben wir im Knast gependelt. Zigaretten drehen auf dem Knastgelände. Da wart ihr noch auf Partys dancen. Still untouchable. Rumrotzerei, Alter. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich fand das jetzt irgendwie nicht so. Obwohl das hier in der Kategorie, sehe ich gerade, Platz 25 ist. Wir lassen mal trotzdem Liebe da, Daumen hoch und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Ansonsten. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns dann im nächsten Video. Peace out, Diego White. Ihr wisst Bescheid.